Grüßt und willkommen zurück zu einem neuen Part Baldur's Gate 3. Projekte schlachten wir Vampire ab. Ohne den Vampiren unsere Gruppe. Mal schauen, wie lange vor allem sie hier aushält. Sie brauchen da ja irgendwie wegen Tageslicht. Um das hier nur ansatzweise zu übernehmen. Here we go. Wenn es jetzt auch Level 10, also. Standing on the elevator's platform, you can feel a cold draft from below. Wird schon schief gehen. Widmen wir uns erstmal diesem Kampf hier. Bevor wir uns dem nächsten Kampf widmen. In der Würmfestung. Ich denke, den Würmfestungskampf wird brutal schwierig, aber wir werden es auch eines Tages schaffen. Da muss ich wieder 50 Versuche am Screen machen, aber ja, ich hoffe, ich brauche hier nicht 50 Offscreen Versuche. So, ich muss hier noch speichern. So, wir können bestimmt wieder die Cutscene nutzen und uns positionieren. Und ja, hier war ein Punkt zu bringen. Und der nicht mitten im Weg steht. Seems like a good moment to talk. Because of the wall. Now, this is unexpected. You who follow on the heels of our poor lost son. Has he sent you here to parley on his behalf, Will he not even speak to his own family? Ich habe ihn zu Hause gelassen, damit er keinen Blödsinn macht. Ich bin hier, um zu besprechen, wie ich ihn euch aushändige. Ich kann euch viel Mühe sparen. Ihr seid nicht seine Familie, ihr seid ein Monster. Was wollt ihr von ihm? Angreifen. Vor allem müssen wir jetzt mal hier Dinge machen. What is family if not the monsters we are obliged to love? That is why he will come back to me, because he yearns to be with his people, because this is all he knows. You have been an interesting distraction for him, no doubt, but your time together is over. When you don't return, he will realize he has nowhere else to go. He will come to me. And he will be mine. Das sehe ich dann was. Also wenn ich euch erst daran verbringen könnte, würde ich ihn herbringen. Ist nicht so, dass ihr mich jetzt Köder nutzt. Please, did Astarion tell you nothing about me? I am the immortal Khazad-dûr Tsar. Und wenn wir sehen, get what I want. Okay, so viel dazu. Okay, wir haben schon schlimmere Kämpfe gemacht. Let's go. Into battle. So, Tageslicht. Ich muss eine Waffe in der Haupthand führen. Dann sparen wir uns das wohl noch auf.
So, was können wir hier machen? Ranke. Ein Fernkampfangriff, den wir hier können. Nicht wirklich. Blitz herbeirufen. Flammklinge. This is gonna feel good. Soldier. Hier renn mal hier hin. Ich bin Bewegungsrate. Fünf kleine Treffpunkte. Süß. Und jetzt sind erstmal alle anderen dran. Vielleicht können wir das Schlachtfeld ein bisschen verteilen, dass nicht hier das unten stattfindet. Wenn wir dann angearscht sind, weil ja das. Wir alle umringt sind. Und die Fliegermeile, die müssen wir noch irgendwie. Müssen wir frühzeitig ausschalten können. Jetzt sammeln sich hier schon alle. Von Karlach. Mal vier Schläge. Nicht vier Schläge lieber. So, vielleicht nicht ganz so klug. Aber ich ein paar Jäger ausschalten. So, ich muss mal schießen. Als ob ich nicht schießen kann. Bin ich unbeweglich oder was? Das ist ja nett. Ein ganzer Charakter, den ich angreifen kann. Das macht es ein bisschen dummer. Blöd, dass wir so zersplittet sind. Müssen die, die hier in der Mitte sind, ausschalten. Damit wir mal gemeinsam ein Camp angreifen können. Karlach ist da ganz schön im. Ich hasse das in Kämpfen, weil das geht, wenn sich alles so sammelt. Wenn sich so ein Mobbingkreis bildet um ein oder zwei Charaktere. Tageslicht müssen wir wirken, aber nicht. Das geht nicht, wenn da eine Kugel ist. Notstrahlen. Eine Figur aus weniger. Karlach, it's go time. Kleine Gegner sind hier echt extrem nervig. Wobei es doch eigentlich um die Großen geht. So, wieder einer tot.
only way out is through. So ein bisschen Heilung. Kalaras wurde nicht in Reichweite. Dann mich selbst. Kleine ist fast tot. Okay, Nebelform aufgelöst. Ich hoffe, der bleibt doch so. Dann können wir jetzt mal Tageslicht auf ihn einsetzen. Rettungsaufklärung, fantastisch. Sieht man doch gerne. Ich bin hier gefangen, dass ich nicht rauskomme. Läuft ja super. Na toll. Ein Fehlschlag. Na toll. Das wird sich von den Fledermäusen tot attackiert. Na komm. Meine, so viel HP hat er jetzt auch wieder nicht. Sollten wir noch hinkriegen. Still on my feet. Ich kann den endlich ausschalten. Ich habe eine Fledermaus geheilt. Das gibt's doch nicht. Ja, Hiras, gleich tot. Ist doch eine Tiergestalt. Dann kann sie die mal nicht annehmen. Wow, wir verlieren mal so einen Karnach. Das ist schon beeindruckend. Ah, diese Nebelgestalt. Tiergestalt. Ah, passt hier gerade so schön, Spinner. Uah, widerlich. Netz. So, in der Mist hier. Jimmy on the go. Was zum Fick? Fick hier. Ein weiterer Werwolf tot. Wir verpassen und wir vergessen die Hauptgegner. Immobilität. Na toll. Okay, ich finde, können wir das nicht wirken. Schwächefluch. Ich muss meine Luck wieder.
Okay, wir müssen den Papiermeise töten. Ein Fliegeschlag auf eine Fliegermaus. Fantastisch. Die eigentlichen beiden Gegner haben wir noch gar nicht angefasst. Das frustrierend. Wir werden wahrscheinlich weitere beschwören und so weiter. Ja, neue Fledermäuse. Das ist wahrscheinlich das Main Problem. Was? Ich kann die nicht angreifen. Dann kann ich hier mal rübern. Griff auf alle. Kritschertreffer. Das geht doch. Kritscherfehlschlag. Heilung auf mich selbst. Also auf Letzte. So, hier ist jetzt mal ruhig. Das greifen wir ihn mal an. Heilung für Karlach. Na, fantastisch. Dann kommen ja hier ran. Wir haben deine Fähigkeit vermutlich mitgenommen, haben eigentlich noch gar nicht richtig benutzt. Du bist gleich tot. Ja, fantastisch. Läuft hervorragend hier. Fledermäuse. Lass mich mal hier rum kümmern. Den Typen. Den Angriff hier auf die Dreier. Als ob die es überlebt hat. Fehlschlag. Na bitte. Ich bin ja umgeben mit den Mäusen. Kältestrahl. Mächtige Fledermäuse das. Und so auf ihn mit Gebrüll. Na komm. In den Fledermaus hätten wir jetzt nicht mehr davon ab. Also da war er tot. Survival is all that matters. Das
Heilung meist auf mich selbst. Fledermauswunde. Na toll. Der merkt, dass er gleich dran ist. Das was? Wahrscheinlich nicht, oder? I've got it. Mit so einem Fehlschlag nur noch. Fehlschlag. So, Manöchen. Niemand muss mal hier aufwecken. Du kannst abhauen, aber du kannst uns nicht entkommen. So nämlich. Ich kämpfe auch gegen den Nebelball. Nothing will stand in my way. Can't slow down. Warte. Nicht mehr genügend Bewegungsrate, verdammt! Fehlschlag, na toll. Ach Mann, stell dich doch mal! Gießt der oder was? Das ist dieser Angriff. Ist der eigentlich ganz so effektiv? Auf einen Ball. Kommst du uns nicht? So much for peace. I've got your back. Nächstes bisschen bleiben. Das können wir nicht mehr nutzen. Sehr schade. Lieber später als nie. Ich bin Platz. Clever, clever. Da, wo es Licht hat, muss ich nicht verstecken. Understood. Fuck yes. Unser Vampir nimmt uns das nicht übel, dass wir ihn ohne ihn besiegt haben.
catch my breath. Feuer, Feuer. Gut, da haben wir ihn besiegt, wo er jetzt auch schaut. No one back home will ever believe this. Den Sarkophag müssen wir mal untersuchen. Ach, Stäbchen. Let's have a look. Mhm. Und das R drum. Erwacht wieder zum Leben. The great vampire lord looks peaceful, recovering in his coffin. There is no trace of the fury that you fought against. Na komm, während er schläft. Consummatum est. Niemand pflegt sich mit. The vampire lord is no more, but his legacy remains. 7,000 vampire spawn, including the stolen children of the Gurr hunters. What will you do with them all? Oha. Wir fangen mit dem Stab befreien. Sie mit der dunklen Magie des Stabes vernichten, Stab zerstören, sodass die vampirischen Gefangenen niemals fliehen können. Ich meine, Vampire. Ja. Ich hoffe, die werden uns nicht angreifen. Ist vielleicht eine falsche Entscheidung, aber die gefangen lassen, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste man den Stab zerstören und dann ist hier. Wird auf immer Ruhe sein. Ich weiß es nicht. Schwierige Entscheidung. Und W3 Würfel habe ich gerade nicht zur Hand. Das ist ein Pen and Paper angelehntes Spiel, also treffe ich diese Entscheidung nicht selbst. Online Würfel. Wir nehmen einen Würfel mit. Drei Seiten und würfeln. Und das Ergebnis ist 2. Also sie mit dem dunklen Star Magie, sie mit der dunklen Magie des Stabs vernichten. Der Würfel hat entschieden. Auf geht's. Nicht meine. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Nicht meine Entscheidung. It's done. Just like that. God help us. Nothing remains now. Cazador and his machinations are naught but dust. Vielleicht nicht das schlechteste, die schlechteste Idee. Konnten sie endlich im Frieden sterben. Sehen wir so. Wer bist du? Es vernichtet Krasendorf Wurz. Wie habt ihr es bewerkstelligt?
Kein Synchronsprecher hier. Seht uns an, wir sind keine Gefahr. Lasst uns gehen, dann verschwinden wir in die Unterstadt. Wir werden uns nie wiedersehen. Fleht um eure Freiheit, widerwärtiges Brot. Angreifen. Ihr werdet es nicht bereuen, ich schwöre was. Hier, die Opfer davon fliehen. Vampire. Blut. Gut, dann gehen wir mal Astarion berichten. Ich hoffe, er wird jetzt nicht das Team verlassen. Die Schattenherz, als wir sie nicht mitgenommen haben. So machen wir hier den Samtick gezogen. Dann gehen wir. Ah, hier die Gefangenen. Versiegeln war das. Oha, was haben wir denn hier? Ich werde sie mal speichern. Hold there. Didn't expect to see anyone with a pulse coming out of that dungeon. My name's Ulmer. My people are monster hunters. Ich hätte euch richtig geboren können. Das wäre hilfreich gewesen. Stole our children and left our tribe shattered. The few of us that survived came here looking for revenge. But what do we find instead? Cazador and his spawn dead, and our children with them. Überzeugen, Frieden war das Beste, was ich ihnen schenken konnte. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Meine Kinder waren Vampirbrut, sie waren schon lange tot, ehe ich dort eintrat. Ich habe euch 7000 Monster getötet, da kann ich auch ein paar undankbare Jäger töten. Okay, Frieden war das Beste, was ich ihnen geben könnte. Frieden und Tod. Wo ist das? Alas, you may be right. You had few choices, all bad. Nee, nur drei Optionen. You did the best you could in an impossible situation. No one could ask for more. That leaves only the matter of your pale companion. His sins against us are great. But so too are the deeds you have done today. Tell Astarion he is free. Never again will he be hunted by my people. And be clear that he owes it all to you. Danke, ich will nur in Frieden leben. Auch wenn es wenig hilft, es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte euch wieder zurückbringen. Das war es keine Belohnung und ich hoffe. You gave them peace. For that, for all you have done, you have our thanks. I know you face trials ahead, but when it is time, you will not face them alone. We will stand with you as best we can. Until then, go in peace, and thank you. Ein oder zwei Klingen mehr. Wäre nicht verkehrt. The elevator lies ready. Sagen wir Astarion, dass er frei ist. Vielleicht will er als freier Vampir uns noch weiter folgen. Wenn nicht, dann. Ja.
Schade. Gehen uns langsam die Optionen für die Mitglieder aus. Die Blutlachen hier. Selbst für ein Vampirschloss ist das ziemlich viel Blut. Sagen auf uns in die Taverne. Astarion wird reden wollen. Astarion, du alte Drama Queen. Wie geht's dir stets? Yes. Kasdor hat ein dunkles Ritual vorbereitet, aber das ist vorbei. Jetzt ist er tot. Sorry, but I prefer groups that are a little smaller. Ah, okay, ja. Intimate. Lose a follower or two and I. Might consider it. Okay, dann reden wir erstmal darüber. Well, hello. What can I do for you? What do you mean, dead? How? Why? Ich habe ihn getötet, ihr seid frei. Es war zu riskant, dass ihr ihm gegenüber tretet. Ich habe getan, was ihr nicht konntet. Total muss aufgehalten werden, niemand sollte so viel Macht haben. Free! I'm not free! I'm trapped! I'll never be anything but a spawn now! You've sentenced me to an eternity in darkness! What? Tell me honestly. Did you kill him for my sake or to stop me completing the ritual myself? Nur Zeugen, nein, ich habe es für euch getan, weil ich wollte, dass ihr in Sicherheit seid. Hättet ihr das Ritual abgeschlossen, wärt ihr genau wie Kasador geworden. Das Ritual hatte nichts damit zu tun. Denn niemand sollte hier so viel Macht haben. Bitte lassen Sie diesen Wurf schaffen. Ich habe vorhin nicht gespeichert. Nice. Believe you. I know you only did what you thought was best for me, and who knows, maybe this is what's best. The kind of power that ritual offered could ruin a person. Even me. Gods, I would have liked to kill him. Du hättest ihn nicht töten können, du wärst gefesselt geworden und dann hättest du es nicht gekonnt. Und finden etwas anderes, was ihr töten könnt. Falls es euch hilft, er hat gelitten. You know, on some level, it does. Still, this will take some getting used to. Kasador being gone. Ihr seid ja zu einer Boss. Gone. Um das Ritual. I just need some time to let it sink in. To figure out what it means now that he's gone. Natürlich nehmt ihr euch alle Zeit, die ihr braucht. Keine Sorge, ich akzeptiere euren Dank, wenn ihr bereit seid, dafür seid. Schon, ich wollte ohnehin über was anderes sprechen. Thank you. And thank you for what you did.
I thought Cazador's story would end with more of a bang than a whimper, but... Well, you did end it. I'm grateful. Ja. Ich muss auch wieder gehen mit dem Team nehmen. Den brauchen wir im Kampf. Ja, hier hat es davon gekämpft, ob unser Rebell lang tot war. Well, are we ready for the road once more? You're sure? Later then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Und hier ist harte Attacken. Okay, durch diesen Kampf. Oh, da liegt Wohnung. Go ahead. I'm listening. With pleasure. Lead on. Bohne starten mal gern Team. Hoffentlich nicht möglich zu schwer. Wer hat ihn denn hier rüber geträgt? Liegt auch noch überall Blut rum. Das ist keine Putzkraft, die sauber machen kann. Konzentration verloren, Freunde. Lange Rast. Passiert uns nichts mehr während der langen Rastreste. Wo ist... hier. Kardach. Copper for your thoughts. Hübscher Helm. Gut, dann steht als nächstes wohl der Kampf gegen den Magier an. Magier von Tiefwasser. Wahrscheinlich eher das. Können wir heute noch machen. So, dann kann ich den. Dann kann ich den Kampf in der Würmfeste noch ein bisschen aufschieben. Ja, wenn wir jetzt noch den Magier von Tiefwasser schaffen, dann. Oh, da müssen wir, glaube ich, erstmal Bescheid sagen. Und vielleicht können wir den besiegen, ohne dass die da ist. Das wäre vielleicht auch eine clevere Idee. Und dass sie dann wieder drauf geht. Der Mario Tiefwasser. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir gehen einfach dorthin und wollen heraus. Und sagen wir ja, du wirst bei der Strahlung gemacht haben. So, hier existiert nicht mehr. Wir haben ihn für dich getötet. Klang. Und wer seid ihr? The Blade of Frontiers. All pomp and empty oaths. The Sword Coast's most dashing fraud. You are either a fool for trusting him or a wretch for conspiring with him. Doesn't matter which. Lady Mizora told me everything. How Will slaughtered his own father. How he craved his power.
how he means to make the city bow to him and him alone. This city holds no place for you. Bullshit. Or for Raven Guard's treacherous spawn. Wer ist jetzt dein Chef? Schichte einen Strang relevanten Wissens fort an deinen Verstand ihn erkunden. Ich hätte im Gefängnis aufgegeben. Wer ist hier der Heuchler? Ihr hattet im Gefängnis aufgegeben, wer ist der Heuchler? Greift uns an, sehen, wie wer am Ende noch steht. Ach, komm schon. Oh. Gerade so. You remember the stories of Alterel's fall. The city was dragged into the hells at Zariel's behest, and Ravenguard along with it. Zariel hat unzählige Leben vernichtet, mir so war es ihr. Shagin, ihr könnt ihr nicht trauen. At ease. By the living gods, I believe you. What darkness has fallen upon us? There's something you must know. I should have told Will sooner, but I'd hoped somehow Raven Guard would return to us. He knew about the Absolute. I thought little of it at first, but he realized the danger before anyone else. Gut, dass der nicht mit dabei ist. He understood that if the cult was successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. Before the Absolutists abducted him, he told me that should he fall, I should seek Will out and give him a message. Will was schooled in the ways of the great champions. He is to use those lessons to wake the worm sleeping beneath Baldur's Gate. The worm is oath-bound to answer the call and come to the city's aid. Oath-bound. Ein Wurm, wollt ihr sagen, unter der Stadt lebt ein Drache? Nein, ein Wurm. Wisst ihr, um welche Lektionen es sich dabei handelt? Die Stadt hatte ihren Beschützerin gefunden. Vielen Dank, mich. A bronze dragon, yes. Nein, ein Wurm. Es ist ein Unterschied. Drache und Wurm sind zwei verschiedene Wesen. The worm goes by many names. Ein Wurm ist zwar. Answer, the waiting storm. Und ein Wurm ist ein Drache, aber ein Drache ist kein Wurm. So, das ist eine Art von Drache. Also, naja. But just the once. The city has faced countless threats. But Ravenguard knew it could not survive the absolute slaughter. With him gone and the city near ruin, the worm's awakening now falls to you and Will. The Duke gave me this. A legend of Unsur, an ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you, or do not, and see Baldur's Gate burn to ash. Lasst euch davon den Weg weisen oder tut es nicht, und lasst mir das Tor verbrennen. Mein Vertrauen ist gerechtfertigt, wer der will die Botschaft überbringen. Bitte wettet die Zukunft der Stadt auf ein Märchen. Lass den Drachen schlafen, ich kümmere mich um auf meine Weise um die Absolute. Thank you. In darkness, I see your light. I should go. I know of still others that might help us when the battle sollten wir erst den Untergrund. Unleash the worm. Let his tempest swallow the Absolute and its allies, and may they be driven forever from the coast. Ja, aber ich will guter Schluss sein, bevor ich da. Okay, wenn es nicht stimmt, das ist eine Möglichkeit. Bevor wir hier gar nicht mehr weiterkommen, haben wir noch eine Möglichkeit, was wir noch machen können. Welcome back to Sorceress Sundries. How can I help you? So jetzt kämpfen wir mal Magier. Nächster großer Kampf.
Okay, einmal speichern. Vielleicht ein harter Kampf mit seinen elementaren, nicht Elementes, aber elementaren. Making me sweat. So, Kalach, vielleicht kannst du ihn in Anfangssieg versetzen. Bin schon schwächt. Ja gut, das hätte besser sein können. It's about to be returned in kind. Sehr schön, wir stehen direkt davor. Wenn wir ihn töten, sind die damit das Inventar auch weg. Also, let's go. Konzentrieren wir uns auf ihn. Ja, komm, das kriegen wir hin. Zu Kalach. Auf die Fresse. So viel der HP hat er nicht. Holy shit. Wir kriegen für jeden Schlag aufs Maul. Egal. Wir sind da zum Heilen. Man kann auch halt durch. Und du hau nicht ab, bleib doch stehen. Wenn sie es nicht überlebt, dann müssen wir jetzt holen. Na komm. Beweg dich. Na toll. Das ist nicht gut. Ich muss dich hier zum Weg stellen. Nachteilweg unterbrochen. Oh, hier werde ich angegriffen, aber muss meinen Weg hier hinbahnen. Fehlschlag. Ah, okay, down. Und die Elemente sind noch da. Ist wirklich down. Oha, das sind die viel schlimmeren Gegner. Fantastisch. War ein schöner Versuch. Es macht dir gar nichts. Ach du Scheiße. Das macht dir mir gar nichts. Wie können wir das denn jetzt? Das tut dir mir gar keinen Schaden. Sollen wir hier lebend rauskommen. Ich dachte, die Geister verschwinden, die Beschwörungen. Sobald wir hier weg sind. Sobald der tot ist. Können wir diesen Kampf verlassen?
Wesen am Arsch. Gibt es hier noch ein Portal, durch das wir kommen können? Nee. Können wir nicht. Eine Leiter, die wir hinuntergehen können. Wesen am Arsch. Götter von dem Typen hier. Wenn ich von dem kontrolliert. Kränk. Können den mal versuchen auszuschalten. Wasser, Luft. Das bringt ja absolut gar nichts. Das ist die Lammschlacht. Hat ja auch sehr viel gemacht. Ich glaube, unsere Magie ist gegen diese Art von Elementaren wirkungslos. Wir sind einfach zu schwach. So, na komm. Jetzt ist die Lösung, ihn umzubringen. Nö, offensichtlich nicht. Ja, springen können wir hier auch nicht. Sein, wir springen hier runter. Hier können wir hinspringen. Keine Ahnung, ob wir das übernehmen werden. Und wenn das wird, dann, wenn, dann wird das ein wahnsinniger Glückstreffer. Wenn ich das bringt. Wow. Das bringt absolut gar nichts. Der Feuer. Typ, der bleibt dort unten. Wir
Wenn die verletzen, dann mach auf. Never a dull moment. Mal schauen, ob wir wenigstens einen von denen wegkriegen. Was macht er denn da unten eigentlich? Jetzt kommen wir alle her. Wir haben den schon ganz schön down gekriegt. Okay, Waffenangriffe sind effektiver als Mighty. Na komm. Okay, der eine ist down. Echt nicht schlecht. Gesagt. Das habe ich gerade über Magie gesagt. Was treibt er da unten? Nicht mitkämpfen? Das wird der Kampf aber nie vorbei sein, wenn er da unten bleibt. Die Heilung haben wir nicht mehr. Und dann halten wir was nicht mehr aus. Das gehen wir einmal nach einem Schlag hat. Na komm. Komm du her.
habe es in Heilung gebrochen. Kriegen wir die doch noch down. Geh ja nicht so. Das Schild wirkt sehr gut. Runde für Runde. Ach komm. Gleich. Hier ist ein Griff, ist ja putzig. Kommst du auch noch irgendwann hoch? Jetzt glaube ich dort unten voll raus. Stark. Ha, da war der nächste. Da waren es nur zwei. Und einer will vielleicht gleich noch mal mit reinnehmen. Und er sieht, wie hier alle anderen tot sind. Kommst du hoch? Wohl nicht. Wie kommen wir dann zu ihm runter? Gibt es hier irgendwo eine Leitung? Der soll zu mir runterkommen. Ich glaube, wir sind nicht gefangen ohne ihn, oder nicht? Wie kommen wir denn da runter? Got it. Tja. Nothing important is ever easy. Eine Leiter nach oben. Draußen irgendwo. Und wir sind hier für alle Zeiten gefangen. Da sehe ich einen Tisch, vielleicht können wir den Tisch springen. Okay, das können wir nicht machen. I speak, they burn. Das tust du. Finde ich jetzt ein bisschen unfair. Versuch's mal da. Der ist da unten. Blood comes easy these days. Good idea, I think. Mm.
Okay, kann man nicht. Würde auch nichts bringen. Hier ist nachts auch ziemlich voll. Ein Tisch. I don't fancy their chances. Wenn wir unten sind, dann geht er wieder hoch, oder was? Weg ist unterbrochen. Sie wird nicht erreichbar. Okay. Das wird. Okay. Und doch hier lang. Okay, wir können noch nicht angreifen. Bin gespannt, ob wir hier weiterkommen. Muss ja wohl irgendwie. Das Ganze ziemlich spannend hier. Das ist nicht so gut. Wir müssen da wahrscheinlich eh runterhüpfen. Wir können es von hier aus machen. Mal schnappen wir den von hier aus. Nicht wirklich. Gibt es bestimmt einen eleganteren Weg runter, oder? Das ist merkwürdig. Ich würde jetzt da reinspringen. Das ist okay, wie kommen wir dann an ihn ran? Sphären zerbrechen. Okay, jetzt sind wir hier unten, aber wie kommen wir an ihn ran? Ja. Gewebeknopf. On my way. Time to strike. Der geht, der steht doch so auf Gewebe. Vielleicht kann der damit was anfangen. Ah!
ein Rätsel. Okay. So, kann auch da mal draufschlagen. Okay, was da jetzt passiert? Nothing will stand in my way. These boots have seen everything. Okay, das Ding hat sich noch nicht aufgelöst. Tja, hat nur Gift ausgelöst, wie es ausschaut. Was machen diese Platten hier? Nicht viel. Gibt's einen weiteren Knopf? Oh, interessant. Here we go again. Heating up. So, schalten wir ihn noch aus. Können wir hoffentlich teleportieren, sobald wir hier raus sind. Sehr schön. Das wird dir nichts bringen. Vielleicht das hier. Ich schaff mal so lange lebend. Und aufwärts zu holen. Da passt der Spruch mal richtig. Eine Kunde. Wow. Das war ja nix. Wow. Das mal kein Kampf haben. Können die Barrieren irgendwie aufheben? Unverwundbar. Elminster's not around, so might as well. Die Barriere kann man nicht aufheben.
nasty surprise. Caution is warranted here. Something over there. Komm. Nächstes aus der Vitrine, was mit dem Hau? Let's 20. Schlüssel drin. Nimm ich mal mit. Und keine Barriere. Können wir die irgendwo mit ausschalten? Wie kommen wir jetzt hier raus? As you wish. Die sind doch wieder hier. Okay. Wir sind jetzt im Dschungel gefangen für immer. Gut, ich würde den Part auch mal beenden, der ist bestimmt schon überzogen. Dann finden wir mal das Rätsel, wie wir hier hinauskommen. Aus dem Turm ohne Portal. Das ist genau ein Knopf, der uns nach oben bringt. Ja gut. Springen werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Schauen wir mal im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.